Moin zusammen und willkommen im Chemielabor. Das Internet ist voll von Projekten mit Epoxidharz und die einen oder anderen haben vielleicht auch schon ihre Erfahrungen damit gesammelt. Ich möchte heute eine Alternative dazu finden, die auf natürlicher Basis funktioniert und ja, die Sachen, die ich jetzt vorlese, halt eben nicht mit sich bringt. Achtung, verursacht Hautreizung, verursacht schwere Augenreizung, kann allergische Hautreaktionen verursachen, giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden, Dampf nicht einatmen. Und dann haben wir hier noch einmal das Zeichen für ätzend und dem kleinen Fisch, dem geht es auch nicht mehr so gut. Wir haben hier also ein Produkt, was gar nicht mal so ungefährlich ist. Das habt ihr vielleicht auch schon bei der Verarbeitung gemerkt. Gerade wenn man da größere Mengen anmischt, da findet eine exotherme Reaktion statt. Das heißt, Energie wird freigesetzt und dann fängt es halt eben an zu dampfen, kann sogar anfangen zu kochen. Also durchaus auch Ergebnisse verursachen, die man überhaupt nicht beabsichtigt hat. Ne? Da sprudelt es dann und gerade wenn man mit Holz arbeitet, wir haben ja ganz viele Lufteinschlüsse im Holz, die reagieren dann entsprechend, weil die halt eben austreten möchten durch die Hitze. Und ja, dann haben wir halt eben das Problem, dass sich da auch noch zusammen mit der Feuchtigkeit, die im Holz sich befinden kann, ganz hässliche, unangenehme Resultate haben. Oder man kennt das vielleicht auch schon mal in einem Video gesehen, dass das rundherum eingebettet wird und dann hat man nur an einer Stelle vergessen, da so ein bisschen Heißkleber drauf zu machen und dann läuft einem die komplette Suppe nach draußen. Es gibt eine Alternative dafür, die wirklich vollkommen natürlich ist. Nicht nur eine, man kann auch beispielsweise mit Wachs arbeiten. Das hatte ich auch schon mal hier und da gezeigt mit dem Kanauberwachs, was auch ziemlich hart ist. Aber heute möchte ich mal die Shellac-Stangen zeigen oder überhaupt Shellac. Und das kann man halt eben in Stangen kaufen. Ich habe jetzt hier mal zwei Varianten mir besorgt. Einmal durchgefärbt in schwarz und einmal hier transparent. Das gibt es in, ich habe nicht mitgezählt, aber richtig, richtig vielen Farben. Ja, könnt ihr euch austoben. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr euch Pigmente besorgt und habt hier halt eben klaren Shellac, dass man den dann auch entsprechend einfärben kann. Könnt ihr also kreativ werden. Shellac hatten wir auch schon mal erklärt in unserer Serie zur Oberflächenbehandlung, ist eigentlich so als Shellac-Politur bekannt. Und um das mal ganz kurz zusammenzufassen, sind das die Ausscheidungen weiblicher Läuse. Klingt jetzt erstmal nicht so appetitlich, aber ich glaube, man isst noch viel schlimmere Sachen da draußen. Und wenn ich jetzt gerade von Essen rede, Shellac werden die meisten von euch auch schon mal konsumiert haben. Das bedeutet, der glänzende Glanz von Äpfeln kann auch vom Shellac-Überzug sein, was wir auch beispielsweise von Medikamenten kennen oder was wir auch von so glänzender Schokolade kennen. Da wird überall Shellac eingesetzt. Also ist zum Verzehr geeignet. Man muss da ein bisschen darauf achten, bei manchem Shellac, der wird geklort. Das ist dann natürlich nicht mehr so genießbar, aber hier laut Herstellerdatenblatt und meinem Anruf ist da nichts geklort worden. Können wir jetzt also ohne weiteres verarbeiten und wie gesagt, jetzt hier mein Teststück, das möchte ich einfach mal auffüllen. Die Verarbeitung ist super simpel, der Schmelzpunkt liegt so ungefähr bei 80 Grad. Ich habe jetzt hier meine kleine Kochplatte, da drauf habe ich jetzt hier den Kochtopf und da habe ich jetzt hier schon mal ein paar von diesen schwarzen Stangen angesetzt und ja, Schutzausrüstung, natürlich ziehe ich mir jetzt gleich eine Schutzbrille an, habe auch hier schon meinen Handschuh rausgelegt, damit ich dann, falls es irgendwie umkippt, ich meine 80 Grad auf den Finger, tut dann trotzdem weh, wollen wir nicht. Ja, aber ich denke mal, das hält sich im Rahmen, wir müssen nicht irgendwie dafür sorgen, dass der Raum gut belüftet ist. Ich persönlich finde, das macht einen ganz angenehmen Geruch, so leicht süßlich. Wenn es ausgehärtet ist, dann ist es geruchsneutral. Das Shellac oder der Shellac, diese Stangen hier, ist relativ spröde, das heißt, wenn ich hier mit dem Hammer drauf haue, könnt ihr sehen, dann zerbröselt das direkt. Um dem entgegenzuwirken, da gibt es ein Rezept, dass man einfach 1-2% an Glycerin mit beimischt und das sorgt halt für ein bisschen mehr Geschmeidigkeit. Als erstes kleben wir jetzt mal die Unterseite ab. Ihr könnt sehen, der Riss zieht sich hier einmal von oben bis unten durch. Das wäre halt ein bisschen blöd, wenn jetzt hier unten, wie auch vorhin schon erwähnt, die Suppe dann rausläuft. Und auch einmal an der Oberseite. Das lassen wir jetzt, wie gesagt, hier leicht überstehen. Ich ziehe mir die Schutzbrille auf, das Handschüchchen. Ja, und dann gibt es eigentlich da gar nicht mehr so viel falsch zu machen. Wir gießen das jetzt hier einfach hin.
Jetzt habe ich hier auf der Rückseite auch noch ein paar Stellen, die ich gerne bearbeiten möchte. Da habe ich mir jetzt hier einfach so ein kleines Stückchen genommen und dann kann man das hier direkt auftragen an die Stellen, wo man halt eben was ausbessern möchte. Und auch hier kurz aushärten lassen. Jetzt haben wir hier mal ein Stück Pflaumenholz und das hat hier leider einen Riss mit drin. Da möchte ich jetzt aber ungern mit dem schwarzen Shellack für einen Kontrast sorgen, sondern ich mache jetzt hier kurz einmal den kleinen Brenner an. Und dann nehme ich mir einfach meine durchsichtige Shellackstange, halte die hier drüber. Und wenn ich sehe, dass es so ein bisschen angeschmolzen ist, dann kann ich das hier rüberreiben. Ah, noch ein bisschen mehr Wärme brauchen wir schon. Es gibt dafür auch spezielle Lötkolben, die man dafür kaufen kann. Und dann vorne so einen kleinen Schuh drauf, um das Ganze halt eben besser zu verteilen. Wir machen natürlich wie immer hier die Low-Budget-Variante für jedermann. So, ein bisschen verschmieren. Und das war's schon. Um jetzt hier in diesen dünnen Riss besonders tief mit dem Shellack reinzukommen, erhitze ich jetzt hier das Stecheisen und habe dann die Möglichkeit, das dann hier noch besonders tief reinzudrücken. Ihr könnt sehen, es schmilzt dabei auch direkt an. Das heißt, so leichte Überstände, wie wir das vorhin hatten bei dem größeren Riss, wo ich das schwarze Shellack aufgetragen hatte, können wir damit auch noch mal etwas feiner abziehen. Soweit, so gut. Die Oberfläche ist jetzt hier schon fast eben und ihr seht, jetzt ist hier ganz viel von unserem guten Shellack und ja auch gleichzeitig natürlich teuren Shellack ist jetzt hier runtergerieselt. Das kann ich mir jetzt hier zu so einem kleinen Häufchen zusammenpacken und zurück in den Kochtopf. Das heißt, ich habe hier noch nicht mal großartigen Verlust von Material, wenn ich mal ein bisschen zu viel drauf gegossen habe. Soweit, so gut. Sieht auch schon gar nicht so schlecht aus, gerade bei so einer wilden Maserung. Jetzt haben wir hier auch so ein paar Einschlüsse, die von dem Schwarz umgeben sind. Sieht schon zugegebenermaßen ganz schick aus. Allerdings, ihr könnt sehen, wir haben jetzt hier noch so ein paar kleine Macken. Und da ist jetzt das Tolle, auch hier der Riss, sehe ich gerade, ist noch nicht ganz ausgefüllt. Da ist das Tolle, wir können jetzt ohne Probleme einfach nochmal mit unserem Shellack drüber gehen. Ohne großen Aufwand, einfach nur kurz wieder ein bisschen warm machen und dann geht es schon weiter. Das gefällt mir jetzt schon wesentlich besser. Und jetzt ölen wir das Ganze noch. Oh. Das sieht doch mal sehr schön aus. Das sage ich echt selten hier auf dem Kanal, aber ich finde, das sieht
richtig geil aus. Das kann man, glaube ich, auch vielen Epoxidharzprojekten einfach nicht absprechen. Es ist schon irgendwie eine interessante Geschichte, die da mit dem Holz passiert. Vor allem auch hier diese Fehlwüchse, die wir normalerweise einfach rausschneiden würden. Das können wir hier natürlich nochmal besonders zur Geltung bringen. Und gerade durch das Schwarz, wir sehen uns das gleich nochmal im Close-Up an, wird das nochmal so richtig schön, ja, hervorgehoben. Oberflächenbehandlung, da habe ich Tungöl genommen. Ihr könnt auch Leinöl-Firnis, Leinöl, Walnussöl nehmen. Aufpassen müssen wir beim Danish Oil, das kann Lösemittel enthalten. Und die Lösemittel, naja, die verträgt der Shellac überhaupt nicht. Und ich habe ja hier auch diesen Beutel vor mir liegen. Und das, wenn das Wort Shellac jetzt hier auch schon mehrmals gefallen ist, haben vielleicht auch viele schon an die Shellac-Politur gedacht. Das ist ein Oberflächenauftrag, der auch schon seit vielen Jahrhunderten ausgeführt wird. Kennt das vielleicht vor allem so aus der Biedermeierzeit, wo man ja mit dieser Shellac-Oberfläche für so einen Glanz, also auch teilweise schon für einen Hochglanz gesorgt hat, kennt man auch noch von Klavieren. Und da hat sich dann jemand hingestellt und in mühevoller Handarbeit dann 30, 40, 50 Schichten aufgetragen. Je mehr Schichten man aufträgt, desto mehr Tiefe gewinnt das Ganze und ja, hat wirklich einen einmaligen Look, wenn man sich das Ganze dann wirklich mal in Nähe ansieht. Wie gesagt, diese Lösemittel sind natürlich ja, dafür gedacht, dass diese Flocken überhaupt aufgelöst werden können. Und dann werden die auf der Oberfläche verteilt. Wenn man jetzt wieder mit irgendwas Lösemittelhaltigem oder Alkohol da dran geht oder auch längere Zeit da Wasser drauf einwirken lässt, dann haben wir natürlich auch irgendwann wieder eine Beschädigung unserer Oberfläche. Das kann man natürlich auch wieder korrigieren, ne? Wenn die Oberfläche an der Stelle angelöst ist, dann mit ein bisschen Geschick kann man das auch mit der Shellac-Politur wieder korrigieren. Ist also reversibel, ebenso wie das auch hier bei unserer Ausflickung ist, weil es im Endeffekt ja auch nur ist. Wir fuschen ja hier wieder ein bisschen, das soll jetzt aber kein System werden hier auf dem Kanal. Mit ein paar Schichten Öl können wir also dafür sorgen, dass auch hier nicht nur das Holz, sondern auch der Shellac geschützt wird. Wenn es, wie gesagt, mal irgendwelche Schäden gibt an der Oberfläche, wir haben durch das Glycerin das Material, ich sag mal, so ein bisschen weicher, ein bisschen geschmeidiger gemacht, aber es ist trotzdem immer noch relativ spröde. Das heißt, wenn jetzt mal hier ein Schlag auf die Kante kommt, dann kann das natürlich auch brechen. Aber ihr habt gesehen, das Ganze lässt sich ja wirklich sehr schnell korrigieren. Und das ist, glaube ich, das Schöne an dieser ganzen Geschichte. Wir haben hier keine giftigen Dämpfe. Es ist ungefährlich, abgesehen davon, dass man sich die Fingerchen verbrennen kann. Aber ich denke mal, dass die Gefahr 30 Mal am Tag besteht im Haushalt. Und da dürfen wir eigentlich uns mit auskennen. Wie gesagt, wenn hier mal ein paar Brösel übrig bleiben, die können wir auch hier einfach wieder einschmelzen. Achtet darauf, dass die Temperatur nicht zu hoch wird, dass das Ganze halt eben nicht verbrennt. Ich habe das jetzt hier auf der kleinsten Stufe, also gerade so, dass ich das Ganze hier flüssig bekomme. Und dann funktioniert das auch schon ganz gut. War jetzt, wie gesagt, auch für mich jetzt in diesem Stil mal ein größeres Objekt so auszufüllen, ein Experiment. Ich denke mal, ein breiteres Stecheisen ist ganz sinnvoll. Vielleicht kann man sich da auch so einen kleinen Schaber bauen. Ich habe am Anfang auch ein bisschen zu viel aufgetragen, ein bisschen weniger hätte geholfen. Ich kenne das von den Hartwachs-Pistolen, dass wir da auch so einen kleinen Block haben, mit dem man das Ganze ja oben drauf drückt. Das sorgt auf der einen Seite, weil das Metall ist erstmal dafür, dass es schneller abkühlt und gleichzeitig kann man es noch so ein bisschen glätten. Hätte ich auch machen können, hatten wir leider nicht da. Beim Schleifen müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass die Drehzahl nicht zu hoch ist, denn je höher die Drehzahl und wenn wir da langsam drüber gehen, erzeugen wir natürlich durch die Reibung auch wieder Wärme. Das sorgt dann dafür, dass der Shellac so ein bisschen anschmilzt. Das ist mir hier in der ersten Runde passiert. Könnt ihr, glaube ich, erkennen, da haben wir jetzt hier noch so kleine Rückstände und ja, damit wird die Oberfläche natürlich nicht besser. Ja, damit haben wir das Experiment auch beendet. Ich bin der Meinung, das ist eine sehr gute Alternative. Klar, wir haben nicht ganz so die Festigkeit vom Epoxidharz, aber wenn da mal was passiert, können wir es auch schnell wieder ausbessern. Die Stangen, da tippt ihr einfach mal in der Suchmaschine eures Vertrauens Shellac-Stange ein und dann findet ihr diverse Anbieter. Und ja, preislich sind wir da ungefähr so bei 3 Euro für eine so eine Stange. Das ist jetzt natürlich auch erstmal eine Stange Geld, die wir da haben. Allerdings der Hinweis, wenn wir da jetzt mal ein bisschen was vermatscht haben, können wir es auch wieder einschmelzen und wir können es auch immer wieder benutzen. Beim Epoxidharz ist das halt eben nur einmalig möglich. Auch da, wie gesagt, das richtige Anmischen, da kommen ja noch ein paar Kosten drauf. Und ich denke mal, für kleinere Objekte, obwohl das ist jetzt auch gar nicht mehr so einen kleinen Flicken, den wir jetzt hier reingemacht haben, ist das für mich eine ganz tolle Alternative. Ich werde noch mal ein bisschen experimentieren, ein bisschen mehr Glycerin reinzupacken, wo dann der Punkt erreicht ist, dass das Ganze zu weich wird. Und ja, wenn wir da weitergekommen sind, dann werden wir das in einem größeren Projekt auch noch mal verarbeiten. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß, wurdet unterhalten und ja, verarbeitet ab sofort Läusekacke.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.